Trotto, kleiner Trotto, lustig, frech und froh. Kleiner Trotto, kleiner Trotto, lustig, frech und froh. Eselchen, du entdeckst deine Welt, tu, was dir gefällt. Trotro tauscht Schätze. Nanu? Was sucht ihr denn da? Ich habe eine Murmel gefunden. Vielleicht finden wir noch eine. Eine Murmel? Oh, kriege ich die? Nein, das ist meine. Ich habe sie gefunden. Wir tauschen. Dafür gebe ich dir einfach was anderes aus meiner Schatztruhe. Hä? Ich hol mal schnell meine. Zeigst du mir, was du in deiner Schatztruhe hast, Trotro? Ja, gut. Diese schöne Feder habe ich selbst gefunden. Die ist ja schön. Und das ist ein kleines Pferd. Und hier haben wir eine Muschel. Die habe ich am Strand gefunden, als wir in den Ferien am Meer waren. Und hier sind noch drei Kastanien. Meine Trillerpfeife. Und das ist eine Froschkerze, die man auf den Tisch stellen kann. Und das ist eine Seife, die nach Blumen duftet. Die riecht gut. Schenkst du sie mir bitte, Trotro? Ich liebe alles, was gut riecht. Nein, gib her, Nana. Die gehört mir. Hier, Lilly. Ich gebe dir meine drei Kastanien für die Murmel. Deine Kastanien sind alt und verschrumpelt. Nein, ich möchte lieber deine lustige Kerze haben. Meine Froschkerze gegen eine Murmel? Nein, das ist nicht genug. Warte, ich weiß, was ich dir noch dazu gebe. Und ich? Ich sehe mal nach, was ich dir für deine süße Blumenseife geben kann. Warte. Ach, ich weiß, ich gebe dir das. Was soll denn das sein? Eine Haarspange. Aber du kannst sie dir auch aufs Ohr stecken, siehst du? Die steht dir wirklich gut, Trotro. Ach, findest du? Mhm. Also gut, Nana. Hier. Und hopp, meine schöne kleine Seife. Willst du auch meine anderen Schätze sehen, Trotro? Ein Schlüsselanhänger mit einem blauen Häschen dran. Eine Bürste, um sich zu frisieren. Ein Spiegel mit einem Herzchen drauf. Ich tausche dir meinen hübschen Spiegel gegen deine Froschkerze ein, ja? Nein, Nana. Die wollte ich haben, die lustige Kerze. Ich hab sie zuerst gesehen. Stimmt doch, Trotro. Hört endlich auf. Ihr macht doch meinen Frosch kaputt. Das stimmt, Nana. Lilly wollte sie vor dir haben. Hier, ich gebe dir die Murmel und das auch noch. Oh, ein tolles gelbes Auto. Oh. Bist du damit einverstanden, wenn ich dir meinen schönen Herzspiegel gegen deine Muschel tausche, Trotro? Bumm, bumm. Ist gut, Nana. Brumm, quack, brumm, quack, brumm, quack, quack, brumm, quack, brumm. Quack. Also Schätze tauschen ist wirklich eine ganz tolle Sache. Trotro versteckt sich. Na, hoffentlich ist Lilly bald hier. Hallo, Trotro. Komm schnell, Lilly, ich weiß schon, was wir spielen. Wir beide spielen Verstecken. Du zählst zuerst, und zwar bis 10. Und nicht schummeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hier bin 7, ich aber gut versteckt. 8, 9, 10. Jetzt suche ich dich. Ich sehe deine Ohren. Du bist hinter dem Sessel. Gut, wir spielen noch mal. Du zählst. Ja, fang an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, hier findet sie mich ganz bestimmt nicht. 9, 10. Achtung, jetzt komme ich. Ich sehe deine Füße, Trotro. Du steckst hinter dem Vorhang. Nein. Los, gleich noch einmal, Lilly. 1, 2, 3. Da drin findet sie mich nie im Leben. Vielleicht ist
er im Bad. Trotro, ich hab dich schon wieder. Ich sehe deine Ohren. Also Lilly ist einfach unschlagbar. Bitte, Lilly, gib mir noch eine Chance. Na gut. Eins, zwei, drei. Nein, das ist viel zu einfach. Wo hat sich denn Trotro jetzt versteckt? Ich habe keine Ahnung, wo ist Trotro denn? Schade. Naja, dann verliere ich eben. Juhu, ich habe gewonnen! Ich sehe dich nicht, Trotro, aber ich kann dich hören. Du steckst hinter mir im Schrank. Schön, dann spielen wir eben Fang. Na los, hey. Du bist dran. Na warte, ich fang dich. Trotro kocht eine Suppe. Also gut, Teddy. Heute spielen wir Einladung zum Essen. Wir werden eine Suppe kochen für Teddy, für Trotro, für Papa und für Mama. Und wenn man eine Suppe kochen will, muss man Gemüse aus dem Garten holen. Für eine leckere Suppe braucht man erstmal, ein paar Kartoffeln. Aber die Kieselsteine hier kann man auch sehr gut nehmen. Yum, yum, yum. Kartoffeln schmecken so gut. Aber für die Suppe brauchen wir auch noch etwas Lauch. Ich habe eine Idee. Ich streue geriebenen Käse drauf, dann schmeckt's besonders gut. Rühre, rühre, rühre. Oh, Salz brauchen wir auch noch. Bitte sehr, eine Ladung Salz. Ist doch gut. Dankeschön, Herr Lastwagen. Was fehlt uns denn noch? Wasser. Ja, genau. Pass bloß gut auf, Trotro. Du darfst keinen Tropfen von dieser Suppe verschütten, hörst du? Rühre, rühre, rühre. Bitte sehr, sie ist fertig. Jetzt lasse ich sie alle probieren. Erst Papa, dann Mama, dann Teddy. Papa, Mama, ihr müsst meine Suppe probieren. Hier, Papa, ist meine Suppe, die schmeckt lecker. Deine Suppe ist köstlich, Trotro. Hier, Mama, jetzt probierst du sie. Oh, nein, meine Suppe. Oh, das tut mir aber leid, Junge. Du bist auch zu ungeschickt, Mama. Zum Trost koche ich zum Abendessen eine Spezial-Trotro-Suppe. So ein Glück. Es ist noch genug übrig, dass Teddy auch probieren kann. Trotro und das Picknick.
Picknick. Oh. Ah. Hilfst du mir mal, Lilly? Komm, Trotro, unter dem Baum können wir viel besser picknicken. Zuerst essen wir die Schokolade. Wir teilen alles. Schokolade mit Weißbrot schmeckt gut. Mmh. Oh nein. Sie schmilzt uns weg. Das ist normal. Schokolade schmilzt, wenn es so warm ist. Mmh. Geschmolzene Schokolade schmeckt auch gut. Hey, das gibt aber doll. Hier, wasch dir die Hände, Trotro. Du, ich hab noch Hunger. Du nicht, Lilly? Hier, Kekse mit leckerer Erdbeercreme. Mmh. Ah, die schmecken gut. Eine Biene! Beweg dich nicht, Lilly. Ganz ruhig. Weißt du, Lilly, Bienen mögen lieber Kekse als kleine Mädchen. Oh, oh, ich danke dir, Trotro. Du hast mich gerettet. Mmh. Also jetzt habe ich Durst. Ich habe nur einen Apfelsaft. Aber ich habe zwei Strohhalme. Picknicken macht richtig Spaß. Oh ja. Oh nein, es regnet. Unser Picknick ist vorbei. Wir werden klatschnass. Komm unter die Tischdecke, Lilly. Da bleiben wir trocken. Hier, Kinder, ein paar Kekse. Mmh. Dankeschön, Mama. Mmh, yum. Ah, lecker. Mmh. Also zu Hause picknicken ist auch klasse. Hm. Kuchen à la Trotro. Ich backe einen Kuchen. Oh, darf ich auch einen Kuchen backen? Aber gern, wenn du willst. Wenn man einen Kuchen backen will, braucht man Mehl. Hm. Wenn man einen Kuchen backen will, braucht man noch Eier. Pass doch auf, Trotro. Jetzt hast du nur noch zwei. Puh, Eier aufschlagen ist schwer. Toll, Trotro. Wenn man einen Kuchen backen will, braucht man natürlich auch Zucker. Ein bisschen. Noch etwas mehr. Aber bloß nicht zu viel, Trotro. Rühre, rühre, ich mach einen Teig. Rühre, rühre. Bitte, mein Kleiner, das Nudelholz. Und rolle, rolle, kleines Nudelholz. Rolle, rolle. Kleine Löcher. Mit zwei Gabeln macht es noch viel mehr Spaß. Tick, 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 tick. Ich lege ganz viele leckere Sachen auf meinen Teig. Zuerst Tomatensoße und zwar ganz viel. Und geriebenen Käse. Eine ganze Tüte voll. Das reicht. Mein Kuchen ist fertig. Fa,
Fass den Herd nicht an, er ist sehr heiß. Mama hat meinen Kuchen in den Backofen gestellt, direkt neben ihren. Das duftet schon sehr gut. Mama, Mama, mein Kuchen ist fertig. Oh. Und hier kommt der köstliche Kuchen von Trotro. Papa darf natürlich meinen Kuchen als erster probieren. Sehr gern. Der sieht ja gut aus. Hopp. Lecker. Trotro, dein Kuchen ist gar kein Kuchen. Das ist eine Pizza. Eine köstliche Pizza. Ja, das ist die Pizza Trotro. Trotro, der kleine Papa. Papa, Papa! Ich habe meine Stiefel ganz allein ausgezogen. Sehr gut, mein Kleiner. Bravo, Trotro. Und nun stell sie bitte noch in den Schrank. Ja, Papa. Papas große Stiefel, Mamas mittelgroße Stiefel und Trotros kleine Stiefel. Die von Papa sind wirklich sehr groß. Hopp, einfach reinsteigen. Holla, holla. Nur damit zu laufen ist nicht so einfach. Mit den Stiefeln habe ich Papas Füße. Hopp, hopp. Oh, ich sehe alles undeutlich. Damit sehe ich von oben bis unten wie mein Papa aus. Guten Tag. Ich bin der Papa von Trotro. Oh? Guten Abend, Trotro. Hopp. Also mal sehen. Was gibt es Neues in der Zeitung? Papa spielen ist lustig. Guten Tag, guten Tag, liebe Frau Mama. Na sowas, wer kommt denn da in meine Küche? Ich bin es, der kleine Herr Papa. Guten Tag, lieber kleiner Herr Papa. Der kleine Herr Papa möchte gerne ein Marmeladenbrot essen, während er seine Zeitung liest. Mama, ich bin Trotro und ich kuschle mit meinem lieben kleinen Teddy. Hier, mein kleiner Trotro, hast du ein köstliches Marmeladenbrot zum leckeren Kakao. Jam, jam, Trotro läuft das Wasser im Mund zusammen. Nein, ich bin Trotro. Und das ist mein Teddy. Ist ja gut. Du hast ja recht, Trotro. Ja, ich bin nämlich euer Trotro. Und das ist sehr gut so. Und das Marmeladenbrot da ist für mich. Trotro und der Goldfisch. Noch mehr, noch mehr. Wir brauchen noch mehr Wellen. Nein, sieh mal. Hör auf, sieh mal. Sie schwimmt aber gut in den Wellen, oder? Oh ja, sie kann gut schwimmen. Sie schwimmt wie eine Ente im Wasser. Oh, ich habe eine Idee. Lassen wir es regnen. Regnen? Wie denn? Na, mit dem Gartenschlauch.
Pass doch auf, ich werde ja ganz nass. Aber Trotro, du bist schon ganz nass. Jetzt bist du auch ganz nass. Lass das, Trotro. Hör auf. Hör auf damit. Guck mal, Lilly. Ich schwimme auch wie eine Ente. Warte, ich komme. Und ich schwimme wie ein Fisch im Wasser. Ich hab doch einen Goldfisch. Vielleicht hat er Lust, mit uns zu schwimmen. Ja. Na, der ist aber niedlich. Ja, und er schwimmt wie ein Fisch im Wasser. Puh, schwer. Gleich geschafft. Hopp! Aufgepasst, hier kommt Boot und der Goldfisch. Na los, nun schwimmen Sie doch, Herr Goldfisch. Los, Bodo, komm aus deinem Haus. Guck doch mal, wie schnell er schwimmt. Oh. Wo ist er denn bloß hin? Ich glaube, er ist hinter dir. Ha, ja, da ist er. Oh, nein, er schwimmt zu dir, Trotro. Wo ist er denn? Nach hinter dir, glaube ich. Also, ich sehe ihn nicht. Er ist verschwunden. Seltsam. Trotro, Lilly, jetzt gibt es Eistee. Komm, Lilly, ich hab Durst. Und Bodo, der Goldfisch? Vielleicht versteckt er sich unter der Ente. Toll, hast du gesehen? Er schwimmt und fliegt. Er ist ein fliegender Fisch. Aber weißt du, Trotro, ich glaube, er fühlt sich wohl in seinem Glas. Na klar, da ist der Goldfisch auch zu Hause. Trotro ist schlecht gelaunt. Musst du mich schon wecken, du Vogel? Du bist gemein! Mama! 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 Guten Morgen, Trotro. Na, gut geschlafen? Wo ist Mama? Mama ist zur Arbeit gegangen. Zieh dich schnell an und komm frühstücken, Trotro. Teddy, wo bist du? Papa, Papa, Teddy ist verschwunden. Such unter deiner Decke. Warum hast du dich versteckt, du Böser? So, das ist die Strafe. Du blöde Socke. Machst du den Kakao auch wie Mama? Keine Sorge. Sie hat mir erklärt, wie man ihn macht. Trink mal, Trotro. Aua! Meine Tasse ist viel zu heiß. Du musst pusten, dann kühlt es ab. Nein, ich gehe lieber spielen, bis er kalt ist. Mein Turm! Papa! Papa! Er ist eingestürzt. Komm her, mein Kleiner. Weißt du, warum dein Turm eingestürzt ist? Weil er von einem ganz müden kleinen Eselchen gebaut wurde, das nicht lange genug geschlafen hat. Hörst du, Teddy? Der kleine Vogel singt aber schön.
Die freche Socke passt ja gar nicht zu der anderen. Wo hast du dich versteckt, kleine Socke? Haha, da ist sie ja. Kuckuck, mein Papilein. Ich geh meinen Kakao trinken. Papas Kakao schmeckt ganz besonders gut, sogar wenn er kalt ist. Na, mein Trotro, bist du jetzt nicht mehr so schlecht gelaunt? Nein. Und gleich siehst du einen super klasse Turm, gebaut von einem Trotro, der ausgeschlafen hat. Trotros neuer Drachen. Ah, die Post. Guten Tag. Hier ist ein Päckchen für Trotro. Ein Päckchen für mich? Schnell, Mama, gib her. Es ist von Omi. Ich frage mich, was da drin ist. Oh, Mama, ein Drachen. So einen habe ich mir doch gewünscht. Omi ist die Beste, sie hat es erraten. Na los, fliege, mein kleiner Drachen. Was ist? Warum fliegst du denn nicht? Papa, mein Drachen will gar nicht fliegen. Hast du versucht, ihn in den Wind zu werfen? Meinst du denn wirklich, der Drachen braucht Wind zum Fliegen? Aber ja, ohne Wind geht's nicht. Na komm, ich zeig's dir. Und auf geht's! Lauf, Trotro, lauf! Und zieh an der Schnur! Ja! Ja, fliege, mein kleiner Drachen, fliege! Wenn du an der Schnur ziehst, bewegt er sich. Aber wenn du siehst, dass er runterfallen will, lauf ein Stück, damit er in der Luft bleibt. Verstanden? Ja, ja. Schnell, lauf! Und lass bloß nicht die Schnur los! Einmal hin, ja, einmal her. Oh, Trotro, hast du einen schönen Drachen? Ja, ist der nicht toll? Den hat mir meine Omi geschickt. Oh, er ist runtergefallen. Ist nicht so schlimm. Hier, Lilly, du läufst gegen den Wind und wenn ich es dir sage, dann lässt du ihn los, okay? Lauf, Lilly! Lass los! Gut! Yippie! Ja! Bravo, kleiner Drachen! Oh, das ist zu hoch. Ich geh Papa holen. Schnell, schnell, Papa! Bravo, Papa! Danke, Papa! Lassen wir ihn wieder steigen? Es weht kein Wind mehr, Trotro. Geh erst mal mit Lilly ins Haus und spiel etwas anderes. Ja, kein Problem. Warte kurz, ich geb dir Trotro. Hier, deine liebe Omi möchte dich sprechen. Hallo, Omi. Danke für den schönen Drachen. Der ist super klasse. Aber das nächste Mal, Omilein, schick mir doch bitte gleich etwas Wind mit. Trotro spielt Baby. Rum, 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 rum. Rum, 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 rum. Rum. So, Teddy, jetzt steckst du in einen superschnellen Rennwagen. Rum. Sag mal, Trotro, du könntest deine Spielsachen eigentlich auch mal wegräumen. Aber ich kann leider nicht aufräumen. Ach so, aber warum denn nicht? Na, weil ich noch zu klein bin. Ich bin ein Baby. Wirklich? Ich finde dich schon recht groß für ein Baby.
Was braucht denn ein Baby? Nein, ich brauche unbedingt... Ah, eine alte Babynuckelflasche. Und einen Babyschnuller. Hurra, ein Babykuscheltuch. Um ein richtiges Baby zu sein, fehlt mir nur noch das hier. Und zieh und zieh. Nämlich den alten Baby-Buggy. So dumm, dass Babys im Kinderwagen noch nicht mit ins Kino gehen dürfen. Wirklich sehr traurig. Wie bitte ins Kino? Oh, du hast ja recht. Ist das schade. Wir wollten doch heute Nachmittag alle zusammen einen Cowboy-Film sehen. Cowboy-Film? Mhm. Das macht doch nichts. Wir spielen lieber in der Buddelkiste. Das ist doch besser. Ja, in der Buddelkiste fühlen sich Babys wohler. Oh? Na, sag mal, was machst du denn da, Trotro? Na, ich bin gewachsen. Guckt mal, ich bin schon riesengroß. Ich bin kein Baby mehr. Ich bin Trotro, der größte Cowboy des Wilden Westens. Trotro ist ganz lieb. Mama! Mama, kann ich dir bitte beim Heckeschneiden helfen? Aber die große Schere ist gefährlich für meinen Kleinen. Wie kann ich dir denn dann helfen? Du kannst mir schnell meinen Korb holen, damit ich die Zweige einsammeln kann. Schon unterwegs. Ich helfe wirklich sehr gern. Hier, Mama. Ich habe dir auch gleich deinen Sonnenhut mitgebracht. Du bist aber lieb, mein Trotro. Danke, du hast mir sehr geholfen. La, 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 la. Ich bin ein ganz lieber Trotro und ich helfe meiner Mutti ja so gern. Arme kleine Schnecke, hast ja so einen weiten Weg zum Salat. Ich helfe ihr. Bitte, du bist schon da. Ich bin ein lieber Trotro. Ich habe der kleinen Schnecke geholfen. Wem könnte ich denn noch helfen? Oh! Ich glaube, die kleine Blume braucht mich. Ich bin so lieb, dass ich sogar Blumen helfe, weil ich sie gieße. Danke für das schöne Blütenblatt, kleine Blume. Nana, soll ich dich anschubsen? Ja, gern. Danke, Trotro. Ich schaukle ganz hoch. Juhu! Au ja! Danke, Trotro. Dankeschön. Liebsein lohnt sich. Man kriegt ein Küsschen. Oh? Oh, der Ball steckt fest.
Problem, da hast du deinen Ball, Lilly. Dankeschön. Bitte, Toto, das hier ist für dich. Yum, yum, lecker. Schokolade schmeckt so gut. Wenn man anderen hilft, haben alle was davon. Ich werde immer ein lieber Trotro sein. Trotro spielt im Haus. Ich liebe Erdbeerkuchen. Trink aus, Trotro. Ich will einen kleinen Spaziergang machen, mein Junge. Möchtest du mitkommen? Nein, Papa. Ich bleib lieber zu Hause. Heute Nachmittag kommt nämlich Boba zu mir zum Spielen. Wie du willst, dann bis nachher. Bis nachher. Wo bleibt denn Bobo? Hab Geduld, das dauert noch ein bisschen. Er kommt erst heute Nachmittag zum Kuchenessen. Spiel doch so lange allein. Ich will nicht alleine spielen. Mir ist langweilig. Hier gibt's überhaupt nichts zu tun. Da steht ja der neue Schaukelstuhl von Papa. Den probiere ich aus. Es macht Spaß, mit Papas neuem Stuhl zu schaukeln. Was gibt's denn hier im Haus noch Lustiges zu spielen? Auf dem Teppich kann man sicher tolle Purzelbäume machen. Ich werde meinen Rekord brechen. Und eins, und zwei, und drei. Oh, ups. Puh, beinahe hätte ich die Vase kaputt gemacht. Zum Glück ist mir noch ein anderes Spiel eingefallen. Hopp! Ja, was für ein super-duper Trampolin! Und hopp auf den Füßen! Und hopp auf den Po! Und hopp auf dem Rücken! Ich hüpfe zu gern auf dem Bett rum. Und hier haben wir ein tolles Versteck. Aber es gibt ja gar keinen, der mich sucht. Oh. Trotro? Bobo ist da. Klasse, na endlich. Ich bleib hier in meinem Versteck, damit Bobo mich sucht. Hoffentlich findet er mich ganz schnell. Trotro? Trotro? Wo bist du? Wow! Hast du mich erschreckt, Trotro? Das war ja ein tolles Versteck. Ich weiß noch eins, Bobo. Komm mit. Das ist wie in einem kleinen Zelt. Bei euch kann man überall spielen. Das ist toll, Trotro. Ja, hier kann man immer was Lustiges machen. Besonders, wenn mein Freund Bobo zum Spielen da ist.